für die neunte Wertung in der kommenden Runde. Um nächste Runde am Feld zu gewinnen, neunte Wertung. Die 7 von der 16, die Heben, die 48, 10 Euro, das ist also die letzte Prämie. Und jetzt geht es ins absolute Finale, die letzten drei Runden. Kosten. Wir haben ein komplettes Finale des Feldes, also die Flucht von Erlo. Und was in Franz beendet. So, die 18 vor der 8. Und Marcel Franz jubelt. Aber ich gebe dem Jubel noch nicht so ganz mit. Führt diese durch mit Bertolt Schenk und Peter Kaiser. Und wenn die Gemüter sich ein bisschen. Vom Martin Herrmann, Florenz Knauer, 21 Punkte, also aufs Podium mit dem Florenz, dritter Rang heute hier in Lingenfeld. Ja, immer noch heiße Diskussionen der beiden Erstplatzierten. Und Florenz Knauer, der schnellste Mann im Feld, schmeißt das Weizen mit den Beinen nicht um hier. Genau. Nimm es in die Hand, das ist sicher, was Erdinger, lass es dir dann schmecken. Zweiter Platz ebenfalls fürs Radteam Herrmann, großer Kampf. Bisschen Verwirrung im Reglement, aber ganz, ganz stark gefahren hier. Gratulation an den jungen Mann aus Cottbus, an Marcel Franz vom Herrmann Radteam. Ja, das ist mein Fehler. Ich kenne von der Bahn so. Ja, der kennt es von der Bahn. Ich habe es schon gesagt. Auf der Bahn der Ziellauf entscheidend. Beim Straßenrennen wird die letzte Wertung gewertet. Also, das sind so die Feinheiten des Reglements. Trotzdem Glückwunsch an Marcel Franz. Und ganz nach oben darf Tobi Erler hier, der Mann aus Kempten. Sieg für die Kempten-Truppe. Ja, und Sie hören's, das ist Zusammenhalt hier beim SC Kempten. Der Sieger heißt Tobias Erler. Ich muss sagen, ich glaube, wir haben einen super Tag und haben super harmoniert. Wir haben uns, als wir angegriffen hatten, haben uns hier angeguckt. Wir kennen uns schon dieser Saison relativ gut, haben uns öfters durchgezogen. Dann haben wir uns angeguckt, haben wir durchgezogen. Wir haben von unserem Team ziemlich die Rückmeldung bekommen, dass wir es durchziehen konnten, hatten einen relativ schnellen Vorsprung und haben das dann, wie man gesehen hat, ausgesprintet. Ja, ich komme von der Bahn, da bin ich es anders gewohnt und bin ich immer auf die letzte Runde. Zielen auf Ziel, gut, das habe ich halt wieder gemacht. Das ist nicht eingeschehen, das ist meine Schuld. Und, aber Riesenproblem an Tobi, der uns heute echt richtig eingeschenkt. Und ich ziehe Luft für ihn und gratuliere. Ja, ich denke, das sollte man Applaus für den Marcel Kisten. Ja, Fairer von Lieber als Soda, wenn es auch das Reglement war.
Bist du die nächsten Tage mit dabei hier komplett für die vier Stationen? Nee, ich muss auch sagen, morgen ist die letzte Station hier. Weil nicht so aus dem Team. Darauf ist die Vorbereitung ganz klar, das ist unnötiger als die, will da schnell fahren. Trainer abgesprochen, dass es jetzt heute und morgen fahren wird. Und dann die restliche Woche Regeneration und Vorbereitung darauf. Und ich denke, da haben wir euch auch einen guten Schritt angekommen. Was kann man so sagen? Der letzte Frage noch bei persönliches Interesse von mir. Zieht sich wieder auf die Bahn zurück? Ja, kein Fall. Hey, schade, weil ich bin sehr, sehr begeisterter Bahnrad. Aber dann der Weg auf der Straße, da drücken wir die Daumen. Weiß, wie es geht. Ja, die besten Beine gehabt oder hattet ihr euch im Kempner-Team die Strategie so zurechtgelegt, dass du derjenige bist, der hier in die Attacke geht, vielleicht die erste Wertung abwartet, wie es ja dann auch gelaufen ist? Also ich muss mich erstmal bei meinem Team entschuldigen, weil ich habe gesagt, wir machen es auf Korn für nach der ersten Wertung. Wir lassen uns halt Zeit und ich hoffe nicht, dass ich dem einen, dass ich es irgendwie angeschissen habe, damit ich dann vorne wegfahren kann. Ich habe gesagt, hey, nicht nach der ersten Wertung, lassen uns einfach, das ist 75 Kilometer lang, das ist wirklich ein langes Rennen und ich habe mich noch an letzte erinnern können, wo das da wirklich hinten raus richtig schwer wird und habe gesagt, warten wir mal drei, vier Wertungen, aber man konnte es nicht entscheiden und dann war nach der ersten Wertung ein kleines Loch geschaut und ich bin da gar nicht so richtig gefahren und dann hat der Marcel drüber gezogen und dann war da das Loch da und muss sagen, Marcel ist halt schon, ich glaube, wir haben uns nicht viel genommen, aber er war wirklich bärenstark und ich habe im Sprint langsam eingeschätzt und da habe ich jetzt Register und ziehen müssen und ich gehe mir jetzt, ich mache das ja schon seit über zwei Jahren, ich habe gewusst, und ich hoffe nicht, dass ich das tue, habe ich mir gedacht. Und dann wäre heute ein Fünfter. Und ich bin dann eben, die letzte Wertung war ich. Das war Finale, aus. Und dann habe ich mir meine Teamkollegen, ja, sind wir da hochgefahren. Ja, das hat noch so stehen. Die Schlusswoche. Gratulation nochmal an den Sieger hier. An Tobi Erber und seine Jungs von RSC Kempten. Ganz, ganz stark. Waren alle vier Tage. Ich bin nicht hier, Doktor. Ich freue mich drauf. Das ist unser Wochenende, das wir uns vom Team ganz rum mal kümmern. Und ja, freue mich auf die nächsten Rennen. Wir drücken die Daumen, feiern noch ein bisschen, nicht zu viel. Morgen geht es ja weiter in Ebersheim, dann in Bundesstadt in Böhl. Und ja, Gratulation nochmal und ein Schlussapplaus. Und das war's dann am heutigen Tage. Ihr Lieben, Tobi von mir noch. Nee, danke an die Veranstalter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Ruhe, aber dann das letzte Mal. Das hoffen wir auch. Aber